Hallo, einen schönen Abend. Mein Name ist Georg Kerschbaum. Ich bin der Founder von AudioCont. Das ist ein Projekt, in dem wir einfach nur versuchen, eine Medienplattform darzustellen, wo das Audio-Medium im Mittelpunkt ist. Und so wie es sich jetzt entwickelt hat, ist Audio 2018 der Rettungsanker von den Big Fives im Printmedium. Das heißt, die sagen, Audio wird das Printmedium sogar retten in die Zukunft. Wir arbeiten schon seit 2 Jahren dran und in Wirklichkeit ist es jetzt so weit gekommen, dass wir immer mehr in den Businessbereich hineintriften, also vom Consumer, wo wir begonnen haben, sind wir jetzt im Businessbereich und haben eine einzige Mission, dass Information wieder leicht wird. Also Information soll nicht mehr eine zusätzliche Belastung sein, ein zusätzliches Ich filter aus, weil ich kriege schon wieder eine E-Mail und ein Spam und ein Messenger und sonst was ich zum Lesen habe, sondern was wir bieten ist, wir bieten den Hörern, unseren Klienten ein neues Zeitfenster. Stau stehen wird sexy, U-Bahn fahren wird interessant. Dort gehen wir hinein. Startup, wir haben darüber geredet, vielleicht, dass ich ein bisschen rede, wie sind wir dort hineingekommen, wie war unser Werdegang, wie war unser Leidensweg. Begonnen hat alles natürlich mit einer super Idee und wir haben schon gewusst, wie es schmecken wird, wir haben schon gewusst, wie es ausschauen wird und es ist ganz unglaublich toll. In Wirklichkeit, wenn man es sich dann anschaut, schaut das Ganze natürlich viel nüchtern aus, es sind die gleichen Zutaten, wir haben dann ein super Gericht gehabt, aber es sind sehr viele Zwiebeln, es ist Knoblauch, es ist also nicht wirklich so wie in der Weihnachtsbäckerei, wo man sagt, schon allein der Backvorgang ist toll und ist extrem erstrebenswert. Und sind daher auch durch all diese Tiefs durchgegangen, die wahrscheinlich jedes Startup durchgegangen ist. Wir haben begonnen mit der Idee, das haben die meisten von euch, tolle Ideen, sie sind überzeugt davon. Wir sind hineingegangen in den USP, das heißt, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal gefunden. Wir wissen genau, dass wir etwas bieten, was alle anderen nicht bieten. Das Thema, und da beginnt es jetzt schon, wir haben vor 2 Jahren begonnen und da war das Thema, ist dieser USP heute was wert oder ist er morgen was wert? Und ich glaube, das ist eine sehr essentielle Frage, die immer wichtiger wird, wenn ich beginne, etwas zu entwickeln, weil die Zeit, bis ich fertig bin, da vergeht einmal ein Jahr, Minimum. Und dann sollte es sexy sein, dann sollte man schmecken und dann sollten das die Leute wollen. Das heißt, unser USP war eher visionsgetrieben und wir haben jetzt das Glück mit Dezember, wo wir fertig geworden sind, dass plötzlich die Medien und die Beraterfirma KPMG, PricewaterhouseCoopers gesagt haben, hey, Audio ist ja wirklich toll, für Unternehmen toll, für die Medienhäuser toll und seitdem läuft auch unser Laden und beginnt erst durchzustarten. Also das war auch eine Glückssache, also man braucht doch immer so ein bisschen vom Timing eine gewisse Glück. Das Allerschlimmste und das Allerschwerste sind Skills. Habe ich die Skills, das umzusetzen? Brauche ich jemanden? Und da beginnt der Leidensweg. Also das ist das Allerschlimmste, den richtigen Partner finden, die richtige Person finden, mit der man es umsetzen kann. Da habe ich persönlich 2 Kreise gedreht, und zwar ganze Kreise, und das hat mich sicher ein Dreivierteljahr gekostet. Also das sollte man nie unterschätzen. Zeit, Geld und Ausdauer, das ist ein Nano und das hat auch, steht auch in jedem Startup. Das Thema ist aber nur wirklich, dass die Ausdauer da ist. Also man muss einfach auch wissen, wohin will ich. Ist es nur ein Projekt, das Spaß macht? Absolut legitim. Ist es ein Projekt, von dem ich leben will? Ich finde, das sollte man wirklich sehr stark trennen, weil man geht es auch anders an, das gesamte Projekt. Ich gestehe, ich wollte davon leben. Also das heißt, ich habe es versucht, auch anders anzugehen. Die Kultur des Scheiterns, bitte gleich mitnehmen, den ganzen Koffer. Ich bin bereit zu scheitern, vollpacken, was es da gibt. Davon wird genug mitbekommen. Frustrationstoleranz und eine gewisse Form des Masochismus. Also den muss man auf jeden Fall dabei haben, sonst ist es schlimm. Das ist wie so Triathleten oder so, wo ich mir dann auch manchmal frage, was finden die so toll, dass alles wehtut und so. Aber ich glaube, in dieser Liga spielt man hier auch mit. Offenheit, Flexibilität und Sturheit, Dinge, die sich ausschließen, aber in Wirklichkeit ohne denen man nicht weiterkommt. Das heißt, man muss offen sein, man muss sich selbst hinterfragen. Das haben wir sehr oft, aber im Endeffekt muss man sich treu bleiben. Also diese eigentlich Dialektik, die man dann in seinem Herzen trägt, die muss man wirklich kultivieren.
den Plan, den man hat, dass man wirklich sagt, bis wann probiere ich es? Das haben wir uns schon gesetzt. Wir haben gesagt, in einem Jahr wollen wir 1 Euro verdienen. Das war uns wichtig. Das klingt jetzt nicht blöd, aber das war uns extrem wichtig, dass irgendwer am Markt bereit ist, uns 1 Euro zu zahlen. Da sind wir gekommen und dann haben wir gesagt, wenn wir den Punkt erreichen, dann haben wir den Point of No Return. Das heißt, dann entscheiden wir uns, bis zum bitteren Ende das Projekt durchzuziehen. Und dort, den haben wir überschritten und jetzt ziehen wir es durch, das Ganze. Die Fragen, wie geht man weiter, was haben wir sehr stark gelernt? Berater sind ganz toll und sind auch sehr wichtig. Berater können sehr gefährlich sein, weil sie sehr stark an der Beraterleistung und nicht so sehr an, bringt es dir was, bringt es dich wirklich weiter und was ist wirklich der Wert, den du schöpfst. Und da haben wir auch unser Lehrgeld bezahlt. Umsetzung, man muss was zahlen, man kann nicht alles können, man braucht Umsetzer. Ich kann nur wirklich sagen, lasst euch Zeit damit. Wir haben uns Zeit lassen, dass wir nicht nur Umsetzer haben, wir haben sie dann schon auch ein bisschen liebevoll, auch wenn es böse klingt, so ein bisschen die Söldner genannt, sondern auch Leute, die mit dir miteifern. Weil dieses kleine Stück mehr denken, dieses kleine Stück, das muss wirklich laufen, nicht nur zum Gehen bringen, wird schon gehen. Da ist Streu und Weizen getrennt. Förderungen, Investoren, das ist ein eigenes Kapitel. Förderungen klingen super toll, sind es aber in den seltensten Fällen. Also Förderungen zwingen dich auch in ein Korsett und auch wenn das jetzt aufgenommen wird, man muss auch sagen, die meisten Häuser in Österreich sind einfach mit Schwarzarbeit errichtet worden. Nur, dass man das auch vergleicht, da ist eher ein machiavellischer Ansatz da. Man muss durch, man muss bis zum Ende durchhalten. Also dem muss man sich bewusst sein und Aufträge und Österreich. Wir leben in Österreich, ich liebe Österreich, aber Österreich ist ein eigenes Pflaster. Das heißt, alle finden dich rasch mal schön und interessant und da machen wir sicher was und das mach mal ist sehr gefährlich. Wenn man in Deutschland ist oder auch mit deutschen Partnern in Österreich kooperiert, da wird es viel leichter. Das heißt, bitte schaut euch, und das haben wir auch bitterlich gelernt, die Partner an und holt euch euer Nein ab. Es ist viel kostbarer ein Nein aus dieses da schau mal. Die Leute, die es wirklich wollen, die gehen gleich konkret in einen Plan, in einen Umsetzungsplan, die machen es konkret und wenn sie euch wirklich nerven, dann sind sie interessiert. Wenn sie euch wirklich an den Preis fragen und wenn sie euch wirklich so abklopfen, dann sind sie interessiert. Die euch wirklich nur toll finden, mit denen haben wir kein Geschäft gemacht. Die am nervigsten waren für uns, das klingt jetzt negativ, aber die besten Sparringpartner waren, mit denen sind wir bis zum Ende gegangen, bis zum Vertragsabschluss. Partnerschaft und Leistung, das war mit den Beratern, sollen alle an euch verdienen und die Leute sollen auch an uns verdienen, aber dass sie auch mit an der Leistung dabei sind. Das heißt, wenn etwas wirklich erfolgreich umgesetzt ist, wenn sie das, was sie dir empfohlen haben, auch zum Erfolg führt, dann sollen sie daran verdienen, aber nicht einfach nur Stundensätze. Das schleppen normale kleine Startups, die das aus ihrer eigenen Tasche zahlen, nicht wirklich. Wenn man Budget hat, große Investoren, ist das natürlich eine ganz andere Liga. Konkrete Geschäftsfälle. Wir werden es dann sehen. Ihr habt eine Idee, ihr habt euren USP und dann sind wir sofort hergegangen, wer will bitte dafür, dass er ein Audiomedium zahlt, ein Hörbuch, ein Podcast oder sonst was, wer zahlt dafür? Und da sind ja die ganz Großen schon dran. Und dann sind wir eben ganz konkret hergegangen, was sind das für Vorteile? Bis runter, hallo, wenn ein Mitarbeiter sich durchs Hören 10 Minuten in der Woche erspart bei 1000 Mitarbeitern, muss man nicht ein Hochleistungsmathematiker sein, dann beginnt man wirklich ins Geld zu kommen, damit man den Unternehmen einen Vorteil bietet. Kleine Schritte und wirklich vom Bottom up, das erste Geschäft, weil wenn man mit Investoren ist, wenn man mit dem ABS anstreift oder mit europäischen Förderungen, dann geht es auf 5 Jahre und dann sitzt man Wochen und muss dann irgendwelche Charts kreieren, die völlig absurd sind und ich glaube, Kaffeesud lesen da einfacher ist. Das heißt, man vergeudet wahnsinnig viel Zeit. Also da wirklich klein bleiben, erstes Geschäft, zweites Geschäft sich überlegen, kleine Schritte sich überlegen und wirklich von unten aufwärts das Geschäft aufzubauen. Ich kann euch sagen, in dem Fall werdet ihr sicher einen Erfolg haben. Also von der Frustrationsgrenze auch, weil wenn man das erste Geschäft hat und dort klein bleibt, aber man hat es wirklich festgemacht,
ab dann geht's, dann hat man irgendwie diese magischen Zaun durchbrochen. Wo viele unserer Kollegen auch so ihre Bedenken haben, ist der Vertrieb. Vertrieb ist sowas Unanständiges, sowas Anrüchiges, wohin zu gehen, zu bitten, und dann sich das Nein abzuholen, grauslich, also ekelhaft, und da beginnt es erst richtig. Also wirklich diesen Mindset, das hat uns auch, weil es hat unseren Stolz gekränkt, wenn wir jetzt 1,5 Jahre entwickelt haben und dann wird man abgeräumt. Also hat wehgetan, hat ordentlich wehgetan, aber man lernt. Und in dem Moment, wo man sich an dieses No gewöhnt, dann geht's. An dem Moment, dann beginnt man in eine Kommunikation mit dem Markt zu treten. Das ist eine Interaktion. Und man bleibt sonst so gern in seinen eigenen 4 Wänden. Und da kommt das Geschäft so schlecht rein. Und diese organische Produktentwicklung beginnt auch mit dem No. In dem Moment, wo Sie das No haben, beginnst du dein Produkt zu entwickeln. Wir haben unser ganzes Produkt als Consumer aufgelegt. Wir haben gesagt, wir machen Magazine, wir machen die Blogs, wir retten die Welt und überhaupt. Und News wird ganz anders. Das Thema, was wir hatten, ist, dass wir aber immer mehr in die Business-Schiene hineingeschlittert sind mit unseren Case-Studies, weil die Kunden uns quasi erzogen haben dorthin, dass sie da den größten Pain haben, dass sie da den größten Nutzen sehen. Also wir sind, und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, sich mit dem Markt wo hineinzuentwickeln, weil oft beginnt man wo und man plopst wo ganz anders draus. Also kann ich nur sehr stark empfehlen. Und zu guter Letzt ist man einfach draufgekommen, wir sind irgendwo in diesem Bereich dann so Borderliner geworden. Ich weiß, das ist medizinisch alles negativ besetzt. In der Extremsportart ist es wieder positiv besetzt. Aber man muss sich hier immer überlegen, gesetzeskonform zu sein. Man muss wissen, wo die Grenze ist, wo das Gesetz Sachen vorschreibt. Man muss diese Grenzen auch immer überschreiten. Aber wenn man es nicht weiß, dass man es überschreitet, kann man nicht mehr zurückgehen. Wenn man sagt, ach egal, da arbeiten ein paar Jungs mit in der Firma, Arbeitsschutzgesetz, pff, völlig egal, alles weg, dann kann es einen das Genick brechen. Also da muss man immer so dieses über die Grenzen gehen, aber auch wieder zurückkommen und ganz normal nach den Spielregeln spielen. Was machen wir? Wir stecken da in dem Kopfhörer drinnen quasi. Wir sind keine Tech-Unternehmen, aber unsere Informationen, unser Value steckt in diesem Kopfhörer. Das heißt, wir bieten hochpersonalisierte Audioinformationen. So wie der Hörer sich's wünscht, so wie sein Wissensstand gerade ist. Das heißt, braucht er mehr Erklärungen, liefern wir mehr Erklärungen. Braucht er mehr Analysen, mehr Analysen. Will er ein spezielles Thema, kriegt er dieses Thema. Wie wir das machen, das zeige ich euch dann noch. Aber in Wirklichkeit ist es der Hörkanal. Diesen Hörkanal haben wir nicht entwickelt, wir nutzen ihn nicht, er liegt noch recht brach. Aber was Unternehmen sehen, die Dame sieht entspannt, sie kann was tun, die Augen werden entlastet, weil wir haben für alles eine Bedürfnispyramide. Wir wissen, dass alles, was gut schmeckt, sollen wir wenig essen, alles, was vielleicht nicht so gut schmeckt, sollen wir viel essen, wir sollen uns bewegen, wir sollen alles andere machen. Aber mit den Augen und dem visuellen Bereich, das gibt es nicht. Eigentlich müssen wir unsere gesamten berufliche und private Kommunikation und Information fast ausschließlich über visuelle Kanäle auffassen. Es wird keinen anderen Kanal geben. Genau dort setzen wir an, dass wir sagen, okay, das gibt's. Gut, Apple. Das machen wir mit dieser App, die da kurz verschwunden ist. Ich traue mich jetzt nicht mehr zurück, sonst geht es gleich weiter. Einfach eine Informationszentrale, die man mit hat. Das heißt, wir bieten jetzt plötzlich als Informationstechnologiezentrum Bloggern, Verlagen, Unternehmen die Möglichkeit, Content neu auditiv aufzuarbeiten und anbieten zu können. Und am App bieten wir die Möglichkeit, ganz individuell die Inhalte zu konsumieren, wie ich will. Das ist eigentlich die Informationsflut und auf die setzen wir ein. Wir haben von KPMG haben wir gesprochen und die haben jetzt Konzerne evaluiert, die haben Millionen in E-Books investiert, die haben Millionen in Videos investiert, haben jetzt die Evaluierung gemacht und sind draufgekommen, die Conversion Rate, das heißt in Wirklichkeit, dass die Produkte auch konsumiert werden, liegt bei 20%. Und das ist nicht viel. Und da ist wahrscheinlich, weil es ein Unternehmen ist, da wirst du auch angehalten, wirst du auch gezwungen, also da wirst du auch ein bisschen gepusht, dass du es nutzt. Also das ist nicht viel, weil wir alle denselben Kanal verwenden. Das zweite ist, verstehen und merken. Das ist etwas sehr Wichtiges und da lernen wir noch immer.
Wir sind extrem akademisiert in Wirklichkeit. Wir wollen alles ganz gescheit darstellen. Wir wollen uns absichern nach vorn und hinten und Fußzeichen. Es ist wissenschaftlich ja auch fundiert. Aber damit ich es jemandem ganz einfach rüberbringe, muss ich mich auch trauen, Dinge auf den Punkt zu bringen. Analysen zu machen, wo ich sage, das ist mein Ergebnis. Ich habe schließlich und endlich jetzt etliche Tage daran gearbeitet. Und wenn ich es nicht schaffe, hier einen Punkt zu machen, und das trauen sich die Amerikaner, die machen ein Summary und die machen, das ist meine Conclusio daraus, das trauen sich die Europäer eher weniger. Das heißt, bring Dinge einfach, mach eine kleine Story draus, versuch es einfach zu machen, versuch dich nicht gescheiter darzustellen, als du bist, sondern so einfach wie möglich darzustellen. Das ist einfach ein Paradigmenwechsel. Und dann werden die Informationskosten im Unternehmen extrem gering. Und da setzen sie an. Das zweite ist die Zeit. Wir haben einen visuellen Kanal und der ist 100% ausgelastet. Alles, was neu reinkommt, ist in Konkurrenz mit jemand anderem. Irgendwas muss rausfliegen. Das heißt, wir können ja die Zeit nicht größer machen. Ich kann also, wie gesagt, nur Zeitfenster anbieten. Neue Zeitfenster. Babywickeln super. Wie schon erwähnt, Stau stehen super. Im Bus fahren super. Weil wir einfach sonst nichts mehr anbieten können. Das heißt, diese Zeit können wir positiv den Firmen, den Mitarbeitern und auch den Individuen anbieten. Und darum geht es. Das zweite ist einfach der Koordinationsaufwand. Magazine haben sich ewig gehalten, weil Magazine sind ein Format. Da hat sich jemand anderer überlegt, das, glaube ich, ist gut. Das brauchst du, das ist gut, wenn du diesen Weg gehst, diese Berufsgruppe hast. Deswegen, Google ist lästig, du kriegst doch alle Informationen, aber der Zeitaufwand, diese Information zu bekommen, ist in Unternehmen eigentlich unbezahlbar. Und diesen Aufwand, den sie betreiben, wenn eine Person sich ein bisschen mehr was denkt, was ich Tausenden vermittle, in einfacher Form, ist die Kostenersparnis enorm. Das heißt, diese Koordinationskosten zwischen den einzelnen Plattformen und Informationen sind eklatant. Das heißt, wir bieten den Firmen, dieses Bild ist ab jetzt was Angenehmes. Da gehen wir durch. Wir bieten Kundennähe. Weil darum geht es, es ist fordern und fördern. Weil in Wirklichkeit, Hand auf, wer hat wirklich brav so gelernt, dass er Wochen vor der Prüfung die Sachen gekonnt hat? Also ich nicht, meistens, jetzt ist aber spät. Und dann hat man es gemacht. Das heißt, wenn wir nicht ein bisschen Druck haben, wenn wir nicht wissen, da schaut jemand drauf, ob wir das gemacht haben, das heißt, wenn wir nicht eine gewisse Kundennähe haben, dann passiert nichts. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, für die Kunden so ein Wechselspiel zu haben. Hörer, Content-Ersteller. Der Hörer weiß, hey, der Chef weiß, dass ich es höre. Das wird auch ausgewiesen, ganz transparent. Und plötzlich entsteht eine Interaktivität. Und dort wollen wir hin. Das Bild noch einmal. Wir haben einen vollen Zug, das ist der visuelle Kanal. Und dann bieten wir einen Limousinen-Service. Wir wollen haben, dass der Audio-Content, so wie Sie und unsere Klienten es wollen, perfekt geliefert wird. Wie machen wir das? Wir machen das, dass unsere App einfach jeder sagen kann, was ist mir wichtig, die Themengebiete. Das wird entweder organisch produziert mit ihrem Verhalten, wie sie gewissen Content und Themen nutzen, oder sie stellen es gleich ein. Das heißt, wenn sie unterwegs sind, wollen sie nicht mehr auswählen aus einer Liste. Sie wollen schon, dass die Sortierung passt, weil Langeweile ist Absprung. Suchen und Aufwand ist Absprung. Das heißt, wir müssen diese Phase, ich bin am Anfang interessiert, möglichst rasch überwinden. Dann muss ich mich einstellen, okay, ich bin ein Steuerberater, ich kenne mich im Steuerrecht super aus. Ich kenne mich aber im Scheidungsrecht gar nicht aus, außer er hat jetzt selber Erfahrungen. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht so, wo sich alle gleich auskennen. Das bedeutet aber, dass er sagt, okay, im Finanzbereich will ich keine Erklärungen. Im Fachbereich sind Erklärungen der Tod der Kundschaft, weil sie langweilen sich sofort. Aber Zusatzinformationen, das ist ihr Value. Das heißt, ich kann plötzlich hier anbieten, was der Kunde will. On top kann ich plötzlich aktiv dem Kunden sagen mit dem gelben Auge, hallo, wir überwachen dich jetzt. Sehr brutal. Nein, wir betreuen dich jetzt natürlich. Wir betreuen dich und wissen, du musst die gesetzlichen Prüfungen absolvieren. Okay. Da wird alles schon automatisch fürs Unternehmen gemacht. Der muss sich um nichts mehr kümmern. Der hat sein Protokoll, alles läuft perfekt und er hätte die § 19 Arbeitsschutzgesetzüberprüfung einfach erledigt. Gehört auf der Fahrt zur Arbeit. Warum soll ein Mitarbeiter auf der Fahrt zur Arbeit seine Freizeit hören? Ganz einfach, weil
er dann noch einen Kiosk, den Austria-Kiosk vom Unternehmen bekommt, 3-4 Überstunden und plötzlich ist eine wertlose Zeit wertvoll und sie machen alle mit. Und danach können wir noch kleine Zertifizierungsprüfungen machen. Alles in diesem einen kleinen App. Und wie schaut es aus fürs Unternehmen? Das Unternehmen schafft jetzt, dass er sagt, ich habe einen Content, ich habe hundertprozentig recherchiert. Journalisten recherchieren ja hundertprozentig. Und dann müssen sie wegstreichen. Kill your darling. Zack, zack, zack. Aber manche Profis würden gern diese zusätzlichen Informationen hören. Und plötzlich kann ich einteilen, diese Informationen, und dem Zielpublikum genau zusteuern. Und da sind wir jetzt, wo wir ansetzen. Und da sind wir auch allein am Markt, weil die Leute meistens sagen, naja, wo kann ich sonst noch kaufen? Da das jetzt nicht PowerPoint ist, ich muss jetzt kurz weiter schneller schalten, weil ich nicht direkt springen kann zur Folie. Das Thema ist, dass einfach auch der Aufmerksamkeitsprozess extrem gesunken, also wie lang ein Mensch aufmerksam ist, ist, naja, sagt man von 2000 auf 2013, von 12 auf 8 Sekunden gesunken. Der Goldfisch ist nur, damit sexy klingt und ausschaut, damit man sagt, der Goldfisch hat eine längere Aufmerksamkeitsspanne. Aber das ist schon die Idee. Das heißt, ich muss jetzt den Leuten auch Content zur Verfügung stellen, damit sie Multitasking machen können. Weil auch wenn ich hier rede, ganz viele sind hier an euren Handys. Das ist voll okay, weil vielleicht ist jetzt gerade mal ein Tief an Informationsfluss, vielleicht hört man nebenbei mit und schaltet sich wieder ein, wenn es interessant ist. Aber das ist die Zukunft. Damit die Leute länger dranbleiben, musst du ihnen auch manchmal eine Möglichkeit geben, leichtes Multitasking zu machen. Das heißt gehen, das heißt schauen, das heißt der kurze Nachrichtentext über drinnen. Damit ich dieses Tal vielleicht der subjektiven Langeweile kurz übertauche und dann wieder länger auf der Welle mitsurfen kann. Weil hören ist extrem gut, hören und sehen, bin ich bei der Merkpyramide, gehe ich gleich einmal, ich verdoppel das vom Lesen aufs Hören und ich verdoppel noch einmal, wenn ich sehe und dann selber etwas tue oder interaktiv mitmache. Und das alles kriegen die Firmen geliefert. Das heißt, hier haben wir was, wo ich sage, wir sind das bessere Verstehen, das ist sehr provokant natürlich, aber wir bieten da was, was die Unternehmen jetzt wirklich aufsetzen, warum ich es noch einmal mache, weiß ich nicht, sorry. Und da kommt es hin. Das heißt, für alle, die Informationen haben, für alle, die Blogs haben, für alle, die Informationen auch verkaufen wollen, es ist 2018 das Audiomedium, der Bereich der Zukunft. Die haben Wachstumsraten von Audible und so, sind jetzt die Zahlen heraus, und von 20% davon träumen Medien. Also wir sind hier in dem Bereich, wo wir sagen, okay, wir sind auch 2016, haben wir die Trendwende geschafft. Wir haben es geschafft, dass die Leute weniger Informationen vom PC bekommen als vom Mobile Device. Und Mobile Device ist tendenziell nicht ideal zum Lesen. Also das heißt, wir müssen eh mitdenken, wie können wir Informationen noch geschmeidiger über das Mobile Device rüberbringen. Und das sind jetzt unsere Feature. Wir haben einen Kunden, der ist im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Punkt. Wir haben Kunden, die Informationen haben. Verlage, Unternehmen, Fachmedien. Jetzt schauen wir uns an, dass diese Klientel meistens unterschiedlich ist. Das ist nicht die Klientel. Unterschiedlicher Bildungs-Background, unterschiedlicher Ausbildungs-Background. Und wenn wir jetzt beginnen, den Content optimal zu erstellen, von Anfänger zum Beispiel bis zum Profi, und das jetzt entsprechend dem Kundenwunsch darzustellen, haben wir plötzlich einen Zyklus, wo ich, und das ist, was wir Netflixen nennen, wo wir live, aha, da sind sie ausgestiegen, bei Minute 15. Warum sind da 80% der Hörer bei Minute 15 ausgestiegen? Jetzt gibt es einen Ansatz, dass 80% der Hörer deppert sind, oder den anderen Ansatz, dass ich sage, vielleicht gibt es einen Hänger. Und plötzlich kann ich genau beim nächsten Medium schon, nicht wenn er das Abo gekündigt hat, beim nächsten Medium schon gegensteuern. Und das ist die Zukunft. Wenn ich nicht schaffe, mit dem Kunden zu atmen, mit dem Kunden zu interagieren, habe ich ein Problem. Und zwar egal mit welchem Printmedium. Wenn ich nur den Klick habe, wenn ich nicht exakt weiß, wo er ausgestiegen ist, habe ich sehr wenig gelernt. Das bieten wir, das hat Netflix exklusiv und exquisit gemacht, deswegen haben sie auch so geniale Serien, die so ein bisschen an der Grenze zum Mainstream gehen. Also ein bisschen ausreißend, aber noch so, dass man es akzeptiert und damit haben sie es geschafft.
Das heißt, wir bekommen ein Feedback, wir können Zertifikate kriegen, sie haben gelernt, sie haben Informationen, aber auch die Schreiber kriegen sofort das Feedback, das ist gut angekommen oder nicht. Und was die Unternehmen wirklich sehr schätzen, ist, dass wir auch sagen, hey, hören ist gut, sehen ist gut, lesen ist gut, es hat alles seine Berechtigung, wir lösen sicher nicht alles mit Hören, wir verbinden nur das Lesen schon direkt. Sie sitzen im Auto, Sie hören was, Sie kriegen eine Tabelle, kurz gefasst, aber wollen nachher dann alle Zahlen und Fakten nachlesen. Sie sagen Memo, Sie drücken Memo und haben sofort in Ihrem Postfach die ganzen Quellenangaben, die ganzen Prints. Dort muss es hin. Aufhören, exklusiv zu sein. Also wir werden mit Audio definitiv auch nicht alles lösen können. Aber miteinander, dieses Verschränken, da ist unsere Stärke drinnen. Also dorthin geht die Reise mit AudioCont. Das heißt, es ist ein App, ein Audio-Medien-Center und wir sind im Moment ganz stark im Business-Bereich hingespült worden, weil dort ist der meiste Nutzen, der meiste Pain, der meiste Leid. Consumer-Bereich entwickelt sich jetzt sogar auch langsam, da werden eher so Podcasts, so Interviews gemacht, die wir anbieten. Also hier beginnt sich gerade auch im Consumer-Bereich ein bisschen was zu bewegen. Aber warum B2B-Bereich ich jedem empfehlen kann, B2C, der Consumer ist ein scheues Reh. Das heißt, wenn es ums Zahlen geht, ist er meist weg und er ist auch nicht oft die treuerste Seele. Das heißt, wenn man im Business-Bereich irgendwas gefunden hat, wo man sagt, da kann ich dir wirklich helfen, dann ist es der einfachere Markt. Es ist der einfachere Markt, wirklich klar kalkulierbare Zahlen zu bekommen. Im Consumer-Bereich ist es ein Gambeln, ist es ein Spekulieren. Kann auch super gut gehen. Also wollte ich nur nicht sagen, man muss sich nur dessen wirklich bewusst sein. Dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe ein bisschen ein Bild über die Zukunft des Mediums Audio und wohin die Reise geht, geben konnte. Wenn Fragen sind, freue ich mich, sie zu beantworten und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ist angeschaltet? Na, oder? Okay. Verstehe. Okay. Na, also sehr schöner Vortrag und sehr inspirierend auch in der ganzen Darstellung. Alles sehr übersichtlich, gut gemacht. Eine Sache ist mir vielleicht entgangen oder ist noch ein bisschen unklar für mich, und zwar auf der Seite von der Content-Erstellung. Ja? Ja. Also seid ihr reine Distributoren oder habt ihr auch ein Redaktionsteam bzw. professionelle Sprecher? Weil ich weiß, im Audiobereich kommt es halt sehr stark auch darauf an, dass es von der Audioqualität eben den Ansprüchen genügt. Und es macht einen großen Unterschied, ob die Stimme professionell ist über eine gewisse Strecke oder ob das jemand zu Hause gerade mit einem 20-Euro-Mikrofon aufgenommen hat oder so. Und ja. Super Frage. Das Problem haben wir gehabt. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen alles. Dann sind wir draufgekommen, wenn wir alles machen, sind wir unscharf. Ist auch ein Thema, Schärfe, ganz klar zu skizzieren, was ist dein Profil. Und dann haben wir es getrennt. Wir haben gesagt, wir sind die Plattform, die Technologieplattform und haben keinen Pool, haben aber nebenbei gemeinsam mit professionellen Sprechern, mit den Sprecherschulen Wien, haben wir eine Kooperation, wo alle Sprecher reingekommen sind, habe jetzt einen Pool von 20 Sprechern und Redakteure und die sind in einem eigenen Verein ausgelagert, sodass wir hier nicht vermischen. Das heißt, wir bieten das Gesamtpaket an, das wird auch immer von Unternehmen genommen, aber es gibt zwei Einheiten, die Content-Erstellung, die Produktion und die Plattform die das für die Distribution. Und es sind alles ausgebildete Sprecher, ja, ganz wichtig. Weil immer an uns herangetragen wird, natürlich, Zeit ist Geld. Das bedeutet, können wir das nicht automatisieren? Ja, wir können es automatisieren. Unsere Plattform kann kurze Informationen, auch Text-to-Speech. Aber Wissen kann man nicht maschinell im Moment noch, ich sage Ihnen mal vor, im Moment noch transportieren. Stimme, Emotion, Menschen, die es verstanden haben, was sie lesen, transportieren dieses Verständnis mit. Da gibt es große Studien. Daher glaube ich, dauert es noch ein wenig, bevor Maschinen das können. Und auf die Frage zu antworten, professionelle Stimmen, ja, eigenes Produktionsteam, ganz wichtig, und den Text fürs Hören optimieren. Das ist unser größter Challenge im Moment. Danke. Von den Content, den bekommt ihr dann von den Firmen?
Also den Content eurer Beiträge bekommt ihr dann von den Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Genau, Firmen, Verlagen, Blogger, genau. Weil der Content ist ja da. Für die Individuen habt ihr so ein paar Standardprogramme, momentan ein paar Podcasts und Interviews? Wir haben jetzt nur Broadcasts drauf und wir haben eine Hörweite, weil die anderen sind schon für, also die Firmen-Content darf ich natürlich nicht offiziell hergeben. Und die, also für die Plattformen, die das benutzen, sind auch geschlossene, bezahlte Kreise. Also das, die wollen das im Moment nicht, aber da sind wir gerade dabei zu öffnen. Also wir sind gerade dabei, Datenschutzgrundverordnung für alle, die damit zu tun haben, jetzt gerade ein Hörbuch rauszubringen mit Kooperationspartnern. Also wir beginnen jetzt auch selber mit der Verlagsgruppe, mit der eigenen Audio-Content in dem Bereich zu erstellen. Ja. Danke. Dankeschön. Danke dir.